Ich habe kein Geld. Ich habe gleich keine Partner. Ich habe nur zwei Herzteile. Und ich krieg kein Geld von dem. Der wird... Okay, das ist gut, dass er den Schrammblock jetzt hat. Und er hat fast alle Straßen, ja. Also da können wir jetzt gleich mal einen Rundgang machen. Das zeige ich. Das brauche ich jetzt dringend, ne? Ach, nee. Ja, soll ich da Raten spielen oder was? Na ja, komm, B. 1 zu 3, ja, super. Ah, Mann. Jetzt kommt mir so ein scheiß Grafikbug auch noch in die Quere. Ja, Yoshi, uns sind die Hände gebunden. Sorry, wenn ich dir das so knallhart sage, wir sind die Hände gebunden gerade. Weil das Ding kann ich nicht mehr gewinnen. Also nicht mehr jetzt. Ja, die 30, die brauche ich. Aber die gebe ich eh ab. Riskante Zeiten, super. Ja, es ist riskant, gegen den zu spielen gerade. Weil es nur noch ein Todesritual ist. Oh Mann. Also ich glaube, so schlecht ganz selbst in der Story nicht mal um mich. Ne, bei Donkey Kong war es Pech. Da war es wirklich persönliches Pech. Da hatte ich immer das Pech, dass ich nie ihn getroffen habe, ja. Und hier habe ich das Pech, dass ich ihn zwar auch nicht treffe, aber er kriegt die gegnerischen Felder, kriegt damit quasi meine Straße und das ist das Todesritual, ja. Das hört sich jetzt so blöd an, aber... Gut, ich kann das Ding jetzt hier gewinnen, ja. Die Frage ist jetzt, was bringt mir das? Okay, eigentlich müssen sie jetzt mal drehen, genau. Ich war nämlich schon darauf vorbereitet. Und ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, dass ich jetzt kurz gezuckt habe. Komm, Wario, verreck doch endlich! Danke. Danke, ey. Yoshi, wir brauchen Geld. Und nicht nur das, es braucht noch Partner. Weil lieber gebe ich das Geld den Partnern als Wario. Da wir schon bei 10 Münzen sind, haben wir schon Gott sei Dank. Jetzt ist die Frage, welche Richtung? Rechts. Da wird mir schlecht bei. Da wird mir schlecht bei, wenn ich das sehe, die 10 Münzen, ey. Die ich so noch abtreten darf, ey. Und dann... Okay. Nein, ich wollte den Kettenhund! Ah, ja, vorn. Ich wollte deswegen den Kettenhund, um ihn zu schaden, und zwar direkt. Oh. Oh. Das könnte mir den Weg offenbaren für einen direkten Angriff. Aber er muss das mal... Ja, er muss das mal verlieren, wollte ich gerade sagen. Genau. Nur bei der guten Gabe, was er wieder mal hinbekommt, ja, ganz ehrlich, da könnte ich wieder kotzen. Ich hungere seit dem Frühstück. Ja, noch eindeutiger geht's ja kaum noch. Ja, das gewinnt er. Da brauche ich den Kleinen nicht mal anfeuern. Auch wenn er es nochmal aufholt, ja. Das war eindeutig. Alter. Gut, es ist uninteressant mit Münzen, ja. Ich habe keinen Buhu, wie ich ihm was reindrücken kann.
Ich brauche ein Happening. 2, 4. Ja, was hilft mir? 2, 4, 6, 8. Da laufe ich wieder rückwärts. Das bringt mir alles nix. Das ist gerade der Knackpunkt an der Story hier. Oh, super, kommt zu mir. Was habe ich davon? Ich brauche ein Happening, ganz einfach. Ein Happening oder ein Power-Up oder irgendwas anderes Gutes. Battle! Das bringt's ja voll. Das bringt's voll! Ja, dann noch mies, ey. Ja, nochmal eine Street für mich. Eine der wenigen, die nur übrig sind. Ja, ist ja klar, was er will. Oh, das wird teuer. Weil, ja, da brauche ich ihn jetzt nicht attackieren. Das muss ich auf Ausdauer spielen. Ich kann nicht auf Ausdauer spielen. Genau deswegen. Ja, er zahlt 12, hat aber 20 bekommen. Und das meine ich damit. Ich kann nicht auf Ausdauer spielen. Jetzt hoffe ich einfach mal drauf. Ja, super. Vorn. Der ist nur schweineteuer, mehr ist der nicht. Ich kann jetzt noch weniger auf Ausdauer spielen. Ich kann noch weniger drauf pochen, ey. Ja, er geht nach links. Oh, das zieht sich. Das zieht sich jetzt aber wirklich, ey. Jetzt entschädigt alles wieder, ja? Ach, du kriegst doch noch das Glücksroulette. Okay, der Ausdauerkampf geht weiter. Der geht in die nächste Runde. Solange er die Straße hat, ist es egal, was ich mache, ja? Das wurde solange er die Straßen macht hat. Ja, das ist wie bei Monopoly, ist nichts anderes gerade. Ach, ich würde es auf Null machen, sehe ich gerade, okay. Damit würde ich ihm sogar noch helfen, sehe ich gerade. Ja, super. Deswegen hätte ich mir eine kleine Zahl gewünscht. Ah, ne, ist ja egal, ich gehe auf meine Seite. Ja, und ich dachte dann eh gleich wieder Blechner an ihn. 40, hab ich gerade richtig gelesen. 40? Aber die gehen an dir, Wario. Da brauche ich mich nicht anstrengen für. Da brauche ich mich nicht für anstrengen. Da brauche ich mich nicht für anstrengen. Brauche ich mich nicht für verausgaben. Ja, 20 mit. Ja, 25 mit. Da bin ich zufrieden. Reicht. Das Spiel können viele nicht. Das ist. Also, viele schaffen 30 und dann ist Feierabend, also. Da brauche ich nur Glücksgeil, anders kriege ich den nicht mehr auf die Null. 204. Ja, der muss weg. Der ist mir zu teuer. Ja, schon besser. Ich kann nur gewinnen, wenn ich diese blöden, verdammten Felder noch kriege. Mir ist ja egal, selbst wenn er sie freigibt, dann habe ich noch Chancen. Aber so habe ich keine Chance. Ich komme an ihn nicht ran. Außer mit zwei Bomben.
hört sich zwar blöd an, ja, aber... Hühnerjagd, okay. Also ganz einfach rechnen, wenn ich die Felder habe, kriege ich jetzt mal 10 Münzen, wenn er draufkommt. Das heißt, ich kriege ihn auf kurz oder lang dann bankrott. Oh, ich habe das Huhn gar nicht gesehen. Das war jetzt Glück. Das war Glück. Ich hätte nicht Wario gewinnen müssen. Das war jetzt Glück. Ich habe das Huhn gar nicht gesehen. Genau, I lost. Ist doch schön, dass du immer verlierst. Ich zeige euch erstmal, was ich meine, ja. Also hat hier 1, 2, guck mal, jetzt hier so viel da oben. Gut, da oben habe ich noch Ruhepulver ein bisschen, aber hier. Da ist Wario voll! Minigame oder 2, 4, 6. Ein Happening nehme ich, das ist gekauft. Das ist. Man sieht, kann leider nicht nachgucken, der Infinity steht dann nur. Herzteil neuer wäre auch gut. Na, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Gut, ich nehme jetzt auf jeden Fall einen Partner nach vorne, ist klar. Okay, jetzt will ich die Piranha aber haben. Okay, das... Cool bleiben. Ja, wir haben jetzt nicht das Optimum gekriegt, ja? Aber ich habe dafür einen billigeren Angriff, bei dem die Wahrscheinlichkeit vorhanden ist. Muss man so ausdrücken, dass ich ihn kriegen könnte. Bitte tu mir den Gefallen. Gib ihm das verfickte Roulette. Zaubertrunk. Auch gut. Es ist eine 50-50 Chance, dass er sein Geld verzockt. Mega. Ist mir sowas von egal. Na los, such eine Truhe aus. Nein. Verzocks! Jetzt mich erschrallen! 426 verzockt er hier! Wenn ich jetzt einen Euro denke, Alter, ich würde mich selber umbringen, ey. Bitte! Yes, baby! Er hat sich verzockt! Haha, Trostpflaster, Hammer! Yes, baby! Ah, jetzt krieg ich ihn dran! Eine 5, 2, oh, da gebe ich ihnen ja Geld. Oder ein Power-Up. Ich nehme das Power-Up. Weil er verliert seine Partner. Er verliert seine Partner. Oh, gut, ich muss mehr blechen, aber egal. Er verliert die Partner und alles andere ist mir egal. Jetzt überhol mich leicht. Was muss ich denn würfeln? Ich glaube, es ist sogar egal, welchen Partner er bekommt. Ja, es ist egal, welchen Partner er bekommt. Vorausgesetzt, Baby, was er verwandelt sich in Bowser. Okay, tot. Ich hätte ihn nach vorn gestellt. Ein Happening, okay. Was haben wir da Schönes? Bitte ganz oben. Ach komm schon! Er versucht nochmal es zu verzocken, okay. Boah, Alter, diese scheiß gegnerische Welt, warum kriege ich die denn nicht, wenn ich sie mal will? Ah, die verflixte 7 wird gezockt. Genau, wir spielen eine verflixte 7 von mir aus. Na, kann es losgehen, aber gerne. Doch, oh mein Gott. Ich nehme schon wieder 1,5 Stunden auf, ey.
Das geht schon fast. Das müsste schon zwei Parts gehen. Na super. Komm, eine 4, komm. 4. Scheiße. Oder er verzockt alles. Oder er verzockt. Oh, du schießt immer noch auf der 6. Ne, war klar. Das war klar. Würde ich auch nicht. Hätte ich auch nicht gemacht. Hätte ich auch nicht gemacht. Okay. Ich glaube, eine 7 ist gut für ein Happening. Ja, ich lass mal Baby Bowser hinten. Und nimm die Bombe. Ja, genau. Ich lass Baby Bowser vorne und nimm die Bombe nach hinten. Finde den Fehler. Eindeutig, oder? Happening! Jetzt komm! Oh, Menno, ey. Ich bin so langsam am Verzweifeln. Das geht irgendwann schief. Und es bringt mir gar nichts. Nee, geht ja weiter zurück. Oh, der geht bei sich zurück. Und ich gehe ja gleich in seine Richtung. Stimmt. Das könnte ein Vorteil sein. Aber erstmal dieses Minigame hier gewinnen. Ja, super. Ja, super. Alter, also, du gehst mir mal aus dem Weg. Ausgleich. Führung. ...18 zu 16, ja, gewonnen. Alter, da ging der bei manchmal echt, stand er mir im Weg. Genau, küsst mir die Füße. Das kannst du vielleicht bald machen, ey, ganz ehrlich. Ich hoffe es auch ein bisschen. Ich habe Geld. Wie kann ich Geld haben? Denn die ganze Straße, da kann ich kein Geld haben. Okay, 7. Was muss ich würfeln? Auf jeden Fall was Hohes. Ja, das ist was Hohes. So, jetzt bitte verwandel dich und mach keinen Mies. Kannst du mir den Gefallen tun? Bitte, komm. Attack! Yes, Sieg! Daumen nach oben geben! Ich würde sagen, 5 zu 0 in Sachen Duellen. Das war jetzt echt schwer, also... Boah, ey. Ich habe auch so auf die Felder gepocht, ganz ehrlich. Was ging leider nicht so richtig, wie ich das wollte. Okay, ich hab knapp überlebt eigentlich. Und zwar sehr, sehr knapp. Hohoho. Damit bin ich der Gewinner. Oh mein Gott. Das heißt, ein Duell erwartet uns noch. Ein Duell und dann war's das schon. So, wie viele Runden waren es denn jetzt? 15, 22, 24, 27, 30, 31, ne, 30. 30 Runden. Und ich sag bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Mario Party 3.